Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Anfangs dieses Videos möchte ich gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Infobox aufmerksam machen, die sich unterhalb von diesem Video befindet. Ihr findet in dieser Infobox zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende und könnt sie euch dort genauer anschauen, wenn ihr möchtet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links sowie meiner E-Mail-Adresse. Info- und Special Videos könnt ihr dort ebenso finden, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading steht da unten verlinkt, genauso wie auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessenfall natürlich auch gerne ansehen. In einem allgemeinen Reading gibt es manche Grundregeln, zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten geschlechtlich neutral gedeutet werden und dass es häufig auch vorkommen kann, dass die Rollen vertauscht sind. Ich würde mich natürlich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, wenn ihr die eine Lebenssekunde entbehren könnt. Genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit auf jeden Fall viel anfangen. Euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude und Vergnügen bei dem Reading. So, liebe Stiere, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie gleich gemeinsam auf. Euer Krafttier können wir hier schon sehen, das ist der Steinbock und die Willensstärke ist eure Hauptenergie. Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Es scheint, dass einige von euch ein ganz bestimmtes Vorhaben hier durchsetzen wollen, bis zum Ende gehen möchten, nicht aufgeben wollen, weil am Ende eines Weges, am Ende eines Sprintes oder eines Marathonlaufes, das kommt natürlich ganz auf das Ziel an, erwarten viele von euch Erfüllung, erwarten sie Glück, Wohlstand, Zufriedenheit. Das kann man natürlich sehr individuell noch betrachten. Allerdings scheint es hier auch die ein oder anderen Barrikaden zu geben, die ein oder anderen Steine in eurem Weg zu geben. Die Konzentration und Ausdauer ist dieses Nicht-Aufgeben, jetzt sich nicht abbringen lassen, sich auch schon gar nicht ablenken lassen. Es erfordert hier wohl vollste Konzentration, fast eine Art Tunnelblick, könnten hier viele von euch in Bezug auf das, was ihr erreichen wollen, auch bekommen. Das kann ich mir natürlich, wie gesagt, in vielerlei Genren vorstellen und möchte mir das jetzt innerhalb dieses Readings genauer anschauen. Als erste Karte haben wir hier die Hohepriesterin. Eine sehr feinfühlige Energie geht von der Hohepriesterin aus. Sensitivität, Sensibilität kann darin dargestellt sein. Genauso wie es auch hier manchmal um die Geheimniskrämerin geht. Häufig ist das jemand, der vieles für sich behält. Möglicherweise auch so stille Wasser sind tief. Auf diese Person könnte eine derartige Beschreibung ebenso gut zutreffen. Die Hohepriesterin hat manchmal auch etwas mit dem Bauchgefühl und mit der Intuition zu tun, mit einer Art Ahnung, mit einer Art ja, flauem Gefühl im Magen kann man das manchmal auch vergleichen. Die Karte möchte ich mir natürlich noch etwas genauer ansehen. Wir haben hier die Neun der Kelche. Die Neun der Kelche kann gut und gerne für viele von euch ein Ziel darstellen. Das ist ein Anliegen, das ist ein Vorhaben, ein Traum, ein Wunsch, ein Ziel ist häufig darin dargestellt. Und wie auch schon eingangs erklärt, werden hier viele von euch etwas ganz Bestimmtes vorhaben, mit dem sie sich dann zufriedenstellen, mit dem sie dann sich ja, glücklich stimmen würden. Das, was man hier als Erfolg im Persönlichen deklariert, das will man hier auch erreichen. Mit den Neun der Kelchen kann es sich um das Erfüllen von Gefühlen drehen und handeln, um das Erfüllen von Bedürfnissen oder dem Nachkommen von Bedürfnissen. Es kann hier aber auch gut und gerne eben das Glück oder der Wohlstand dargestellt sein. Ich glaube, viele von euch arbeiten daran, eine Situation so gut wie möglich, so rentabel wie möglich zu gestalten. Ich glaube aber auch, dass viele von euch hier mit dem Trigger ahnen, dass nicht jeder euch dieses Glück gönnen würde, dass es da so manche Neider geben könnte, so manche Manipulatoren geben könnte, so Menschen, die nicht wollen, dass ihr erfolgreich seid. Ja, eventuell ist es aus Neid, das kann ich mir gut vorstellen, auch aus Boshaftigkeit kann ich mir das vorstellen oder eben sind es Konkurrenten, die euch ja, die ein oder anderen Steine in den Weg legen, um ihren eigenen Weg frei zu machen. Das kann ich mir auch in vielen Bereichen vorstellen. Das kann natürlich mit der Liebe im Zusammenhang stehen, mit einer Art Wunschpartnerin oder Wunschpartner, genauso wie es beispielsweise in der Karriere, im Job oder im Hobby so ablaufen könnte. Auch die Karte möchte ich mir noch genauer anschauen. Die Acht Kelche.
In der Mitte des Readings. Die achte Kelche deutet auf das Verlassen einer Situation hin, die einst erfüllend war. In einem Bereich, in einem ganz bestimmten Umstand hat man sich eine Zeit lang wohlgefühlt. Allerdings scheint man hier jetzt mehr und mehr mit dem Gedanken auch zu spielen, diesen Bereich zu verlassen, vielleicht auch das Gewohnte zu verlassen, um etwas Ungewohntes auszuprobieren. Ich kann mir hier vorstellen, dass viele von euch aus ihrer Komfortzone herauskommen, dass viele von euch hier im Begriff sind, etwas zu tun, was sie unter anderen Umständen nicht tun würden. Die äußeren Umstände, die Situation verlangt quasi von vielen von euch ab, liebe Stiere, dass ihr etwas anders angeht. Das kann ich noch nicht genauer spezifizieren. Es ist hier aber mit den 9 Kelchen und 8 Kelchen und auf Basis dieser Vermutung, dieses Gefühles, da ist jemand, der gönnt euch das nicht. Da ist jemand, der will, dass ihr scheitert sozusagen. Ich glaube, das ist hier eine Art notwendige Maßnahme. Für viele von euch ist es auch womöglich dieser Tunnelblick oder eben die Konzentration, von der hier auch schon die Rede ist. Auch das, gerade die Mitte, muss ich mir noch genauer anschauen, um da etwas konkreter werden zu können. Hier haben wir schon fast eine Bestätigung, dass mein Gefühl von hier nicht unbedingt abwegig ist. Die 4 der Kelche ist das Ablehnungsthema, es ist der Korb im zwischenmenschlichen Sinne, es ist der Misserfolg oder der Rückschlag im allgemeinen Sinne. Die 4 der Kelche sind hier auf die 9 der Kelche gespiegelt und das bedeutet, das, was jemand als Glück erreicht oder erreichen möchte, wird ihm oder ihr entweder nicht gegönnt oder man will es selber haben, man möchte es jemanden strittig machen, man möchte es jemanden abluchsen sozusagen. Das kann hier gut und gerne sein, dass man jemanden, dem es gut geht, wünscht, dass es ihm oder ihr nicht mehr gut geht. Und ich habe vorhin schon den Begriff Boshaftigkeit in den Mund genommen. Das kann hier natürlich in einem speziellen Szenario für einige von euch so dargestellt sein, dass euch jemand aus purer Eifersucht etwas Böses möchte. Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings versuche ich da noch, wie gesagt, im weiteren Verlauf des Readings noch etwas konkreter zu werden. Ja. Die 10 der Schwerter, das ist eine sehr negative, mental belastete Karte, die kann man hier gut und gerne auch als am Boden bezeichnen, diese Energie. Man kann hier von Ängsten sprechen, von Zweifeln, vom Missmut, auch vom Pessimismus oder der Schwarzmalerei ist hier manchmal die Rede bei den 10 der Schwertern. Aber man fühlt sich hier auch in vielen Situationen belogen oder betrogen oder hintergangen, als würde es jemanden geben, der euch ein Messer in den Rücken gestochen hat oder ihr vermutet, dass es der jemanden gibt, der das tun würde. Das kann ich mir so oder so vorstellen, denn für manche von euch ist ein derartiges Szenario, jemand hat euch hintergangen, vielleicht sogar bereits passiert, dann seid ihr schon fortgeschritten in diesem Reading, dann ist die Zeit für euch quasi schneller verflogen. Und für manch andere, für die es noch nicht so weit war oder ist, im Resonanzfall natürlich, das ist vorausgesetzt, kann es zu einem derartigen Vorfall kommen, dass euch hier jemand in den Rücken fällt, dass jemand vielleicht schlecht hinter eurem Rücken redet, möglicherweise hier auch ja, das ein oder andere Geheime in sich trägt. Etwas, was man jemanden vielleicht gar nicht ansehen könnte. Das ist diese gute Miene zum bösen Spiel, die vielleicht manche Arbeitskollegen von euch haben können oder Freunde in eurem Freundeskreis haben können. Ich sehe hier doch schon die ein oder anderen von euch so ein gewisses flaues Gefühl im Magen zu haben, dass euch ein Erfolg, dass euch etwas Positives, etwas glücklich Stimmendes, ob ihr es schon erreicht habt oder im Begriff seid, es zu erreichen, dass es euch nicht gegönnt wird, dass euch das jemand strittig machen möchte, entweder wie gesagt aus Boshaftigkeit, vielleicht auch aus Eifersucht oder dem Neid. Der Page der Kelche. Der Page der Kelche, eine Hofkarte im Wasserzeichen. Kommt mir hier nicht unbedingt wie eure Energie vor, muss ich sagen, liebe Stiere. Vielmehr kommt mir das wie ein Bezugsmensch vor. Möglicherweise ist es aber dieses Bild, was ihr von diesen Menschen habt. Der Page der Kelche ist nämlich der klassische Gutmensch. Das ist jemand Freundliches, Fröhliches, Höfliches. Jemand, der zuvorkommend und hilfsbereit ist. Jemand, der Komplimente macht, Geschenke macht. Definitiv eine sympathische Person. Einem solchen Menschen würde man das hier definitiv nicht zutrauen, dass er oder sie euch hintergeht. Jedenfalls, wie gesagt, macht dieser Mensch einen derartigen Anschein. Vielleicht ist es gerade jener Mensch, von dem man es am wenigsten erwartet. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Einem falschen Freund, von so etwas könnte hier die Rede sein, natürlich beispielhaft jetzt formuliert.
Aber der Page der Kelche im Outcome kann gut und gerne natürlich darauf hindeuten, dass es sich um eine Person handelt, die in eurem eher engeren Bezugsfeld sein könnte. Das ist jetzt ein Mensch, der nicht irgendwie über 33 Ecken mit euch verwandt ist oder so ist was. Das ist jemand, mit dem ihr vielleicht sogar sehr regelmäßig zu tun habt. Wie auch schon gerade beispielhaft genannt, jemand auf eurer Arbeit, jemand in eurem Verein, jemand in eurem Freundes- oder vielleicht sogar Familienkreis. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber dieser Mensch, der scheint mir hier jene gute Miene zum bösen Spiel fast schon perfektioniert zu haben. Ich bin da sehr auf das Outcome und natürlich auch auf das weiterführende Reading gespannt, weil da könnte man natürlich diesen Menschen vielleicht sogar noch enttarnen oder entlarven. Oh ja, aber im Moment ist das, wie gesagt, der Eindruck, den dieser Page der Kelche auf mich vermittelt. Und der Turm ist hier quasi eine Art Bestätigung für dieses Gefühl, welches viele von euch in sich tragen können. Es ist sehr selten, dass ein Turm auf eine Hohepriesterin kommt. Der Turm generell ist etwas Plötzliches, etwas, was man nicht vorhersieht, etwas, womit man schon gar nicht gerechnet hätte. Und ich habe euch gerade gesagt, ein Mensch, von dem man es am wenigsten vermutet oder gedacht hätte, könnte hier sich als eine Art Manipulator, als eine Art Bösewicht oder als eine Art Saboteur vielleicht sogar herausstellen. Der Turm ist ein schicksalshaftes Ereignis, etwas, was einem ja vielleicht sogar aus allen Wolken fallen lässt, einem, was einen schockieren könnte, vielleicht auch stutzig machen könnte. Je nach Intensität kann das natürlich stark variieren. Aber der Turm auf die Hohepriesterin bedeutet, dass hier jemand im Hintergrund agiert, dass hier jemand nicht offensichtlich, aber als eine Art Geheimnis, als eine Art Masche oder als eine Art lauerhaftes Verhalten im Hintergrund eben agiert, dass hier jemand nur darauf wartet, dass ihr einen Fehler macht, beispielsweise jetzt wiederum weiterhin formuliert. Denn ich bin mir nicht sicher, ob es sich hier für manche um die Arbeit möglicherweise dreht. Bei manchen könnte es auch um Gesundheitliches oder Finanzielles gehen. Natürlich wäre es hier auch gut und gerne möglich, dass hier der zwischenmenschliche Aspekt noch genannt werden muss. Das möchte ich alles weiterhin herausfinden. Die Liebenden, gerade habe ich es gesagt, mit dem zwischenmenschlichen Aspekt. Die Liebenden ist eine ganz typische Karte, die auf Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften hinweist. Und es scheint hier eine Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft zu geben, von der ihr viel habt, liebe Stiere. Das ist jemand, auf den ihr euch stets verlassen könntet, jemand, mit dem ihr Pferde stehlen würdet, jemand, den ihr vielleicht auch sogar im wahrsten Sinne des Wortes lieben könntet. Das kann natürlich ein Familienmitglied sein, genauso wie es ein guter Freund oder eine gute Freundin sein kann. Natürlich auch so etwas wie Partnerin und Partner oder Wunschpartnerin und Wunschpartner wäre hier auch nichts Abwegiges. Aber dann gibt es hier einen Konkurrenten oder eine Konkurrentin, nämlich jemanden, der auch diesen Menschen haben möchte, in dem ihr euch verliebt haben könntet, dem ihr jetzt schöne Augen macht, denen ihr den Hof macht, könnte man natürlich auch sagen. Ich glaube, da werdet ihr definitiv nicht die Einzigen sein, die ein derartiges Ziel mit jemandem verfolgen. Die Liebenden auf die neuen Kelche. Ganz klar vermutet man oder erwartet man die Erfüllung von Bedürfnissen, die Erfüllung von Gefühlen oder die Fülle an Gefühlen, kann man auch sagen, von jemandem, dem man hier näher kommen möchte. Von jemandem, den man, wie gesagt, sympathisiert oder gar liebt, sehr wertschätzt, sehr respektiert. Jemand, der einem sehr wichtig ist und mit dem man vielleicht auch eine partnerschaftliche Beziehung eingehen möchte. Das könnte hier der Wunsch natürlich sein von vielen von euch. Und ich glaube, dass ihr da nicht erst seit gestern euch in diesen Menschen verliebt habt, sondern bei diesem Kampf um jemanden oder um jemandes Herz oder um jemandes Gunst, so kann man das natürlich auch formulieren, da kämpfen viele von euch schon wahrscheinlich seit einem längeren Zeitraum hinweg. Aber bislang hat es scheinbar noch nicht geklappt, ihr seid noch nicht durchgedrungen und womöglich, und das ist jetzt nur eine Vermutung, gibt es da jemanden im Hintergrund, weil ich sehe das hier in einigen Kartenkonstellationen, der euch schlecht macht bei jemanden, der euch sabotiert, der möglicherweise eben um jeden Preis verhindern möchte, dass ihr bei diesem Ziel siegreich sein werdet, wahrscheinlich aus dem eigenen Interesse, wahrscheinlich, weil dieser jemand euch das A nicht gönnt, das wäre das eine, oder eben selbst vielleicht in diesen Menschen verliebt ist, in dem ihr verliebt seid. Das sind natürlich, wie gesagt, beispielhafte Formulierungen. Im Resonanzfall werden sicherlich viele von euch wissen, wie ihr das auf die persönliche Situation beziehen könnt. In der Mitte des Readings, auf die achte Kelche, haben wir die Königin der Münzen geklärt. Die Königin der Münzen kommt mir hier sehr wie eure Energie vor. Liebe Stiere, ihr seid natürlich ein Erdzeichen. Hier habe ich die Erdenergie dargestellt. Ich möchte zu den Hofkarten noch sagen,
dass es komplett irrelevant ist, ob jetzt hier Erdenergie oder hier Wasserenergie dargestellt ist. Das heißt nicht, dass hier ein Steinbock, ein Stier oder eben eine Jungfrau dargestellt ist, genauso wenig wie hier ein Skorpion, ein Krebs oder ein Fisch dargestellt sein muss. Diese Energien in den Hofkarten entsprechen den Charakteristiken von Menschen. Und eine Königin der Münzen hat bestimmte Charakteristika, genauso wie ein Page der Kelche. Und ein Mensch, unabhängig vom Sternzeichen, der jene Charakteristiken eher aufweist, sind dann auch darin verkörpert. Deswegen können auch die Rollen vertauscht sein. Deswegen kann hier auch eure Energie darin dargestellt sein und hier ist die Energie eines Bezugsmenschen von euch, der jedes x-beliebige Sternzeichen sein kann. Dies nur zur allgemeinen Erklärung. Die Königin der Münzen kommt mir aber natürlich auch charakteristisch sehr wie ein Stier vor, sozusagen. Es ist ja nicht umsonst die Erdenergie dargestellt und eine Königin der Münzen ist sehr aufopferungsvoll in vielen Fällen, sehr tolerant. Also das ist jemand, der häufiger mal ein Auge zudrückt, vielleicht auch dann, wenn es andere nicht täten. Königin der Münzen ist eine am Boden gebliebene Person, jemand nicht Überhebliches, jemand Bedachtes, jemand Zufriedenes, jemand, der definitiv aber auch sich ja mit vielem zufrieden geben wird. Das ist nicht jemand, der alles um jeden Preis haben will, das ist jemand, der weiß wertzuschätzen, was ihm oder ihr im Leben alles im Guten widerfährt, beispielsweise jetzt formuliert. Eine vergnügte Person kann man auch sagen, teilweise gemütlich oder gemächlich. Die Königin der Münzen ist also jemand, der definitiv nicht Kampferfahrung hat, beispielsweise formuliert. Die Königin der Münzen auf die 8 der Kelche und auf Basis des Szenarios, welches ich euch hier schon versucht habe zu schildern, könnten viele von euch jetzt in eine Art ungewohnte Energie zwangsweise kommen, nämlich macht euch kampfbereit. Ihr habt es hier womöglich mit jemandem zu tun, der eine Art Maulwurf sein kann, wenn euch der Begriff etwas sagt. Jemand, der, wie gesagt, im Hintergrund agiert. Jemand, dem man es nicht zutraut, dass er sabotieren könnte. Und ich glaube, dass einige von euch da recherchieren könnten, Detektivarbeit betreiben könnten, dass sie Augen und Ohren offen halten werden, weil viele von euch hier nicht nur den Eindruck oder das Gefühl haben könnten, da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu bei eurem Ziel, bei eurem Wunsch, bei eurem Anliegen. Denn durch den Turm kann das Ganze hier tatsächlich dann auch zu einer Offensichtlichkeit werden. Da wird quasi euer Gefühl durch ein Vorkommnis bestätigt. Ich bin hier sehr gespannt, weil ich glaube, dass hier einiges auf euch zukommt, liebe Stiere, wo auch viele von euch sozusagen in der, ich sage immer gerne, Bringschuld sind. Also es liegt an euch, wie es hier weitergeht und es liegt weniger an anderen Menschen, wie es in eurer persönlichen Situation Bezug nehmend auf euer Ziel dann vorangehen könnte. Der Page der Münzen ist ebenso eine Hofkarte im Erdzeichen. Natürlich auch dort könnte ich euch darin vermuten, vor allem was das Bestreben angeht. Der Page der Münzen ist charakteristisch so eingestellt, dass er oder sie hoch hinaus möchte. Er oder sie weiß ganz genau, was er oder sie haben will. Und er oder sie ist auch in der Lage, einen längeren Atem dann anzuwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Und vom langen Atem, beziehungsweise hier erst von der Ausdauer der Rede, kann ich hier bei diesem Pagen der Münzen schon sprechen. Das heißt, ihr lasst euch hier nicht runtermachen, ihr lasst euch hier nicht kleinkriegen und ihr gebt auch nicht auf von den paar Steinchen, die euch hier in den Weg gelegt werden. Und ich rede jetzt absichtlich von ein paar Steinchen, denn für manche wird euch ja definitiv nicht nur ein paar Steinchen, sondern ein riesengroßer Felsbrocken auf euren Weg gesetzt werden. Ich glaube, dass diese Sabotage, dass dieses Konkurrieren, kann man natürlich auch in manchen Situationen sagen, sich zuspitzen wird. Ich glaube, dass da die, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten, die im Prinzip euch das Leben etwas erschwert haben, erst der Anfang waren. Und ich möchte jetzt hier keine Hiobsbotschaften verbreiten oder etwas derartiges, aber ich glaube, dass wenn ihr es hier mit einem Menschen zu tun habt, der wie ein Page der Kelche nicht so schnell aufgibt, wenn er oder sie Gefühle übrig hat für möglicherweise, wie gesagt, einen Menschen, der es nicht nur euch angetan haben könnte, sondern vielleicht auch einen anderen Menschen angetan haben könnte. Also den klassischen Konkurrenten oder Konkurrentin. Man kann auch vom klassischen Erzfeind beispielsweise reden. Der Page der Münzen ist hier gespiegelt auf die Liebenden. Pagen generell können für Neuanfänge in Sachen Beziehung, Partnerschaft oder Freundschaft im Tarot stehen. Das sind also Menschen, die sich noch nicht großartig kennen, sich womöglich auch erst seit kurzem über den Weg gelaufen sind. Auch Menschen, die sich noch nicht in- und auswendig kennen, aber definitiv vorhaben, sich besser kennen
zu lernen. Auch von den Schmetterlingen im Bauch kann man da beispielsweise reden, wenn da die Liebe natürlich mit im Spiel ist. Aber Liebenden und Page der Münzen hier in der Spiegelung verrät mir schon, dass viele von euch hier doch schon stärkeres und innigeres Interesse an einem bestimmten Menschen haben könnten, bei dem ihr es dennoch langsam angeht, wo ihr nichts überstürzt und nichts übereilt, wo ihr ihn oder sie auch nicht drängt, aber definitiv so schnell nicht von eurem Ziel ablassen werdet. Hier haben wir den Gehängten und der Gehängte kann hier tatsächlich alles auf Null setzen. Es ist sowas wie die Handbremse, man kann auch vom Notausschalter, ich glaube, so nennt man den, sprechen, oder Notknopf, sagt man auch. Der Gehängte ist hier eine Stagnation, ein Festsetzen, ein Nicht-Weiterkommen, ein Sich-im-Kreis-Drehen. Und das wird hier potenziell durch den Turm ausgelöst und betrifft dann ein Ereignis, welches viele von euch auf den Boden werfen könnte. So muss man das Ganze hier in der Spiegelung und in der Klärung deuten. Und wahrscheinlich ist es jener Mensch, der hier im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Die Willensstärke des Steinbocks, eure Hauptenergie und euer Krafttier hier, die haben euch sehr weit gebracht bei diesem Weg, bei diesem Vorhaben. Und durch dieses Vorkommnis hier werden viele von euch in den Stillstand sozusagen gezwungen. So kann ich das hier entdecken. Ich kann natürlich nicht genauer werden, aber hier ist der Gehängte nicht mit einem Umdenken zu klassifizieren, sondern mit dem klassischen Festsitzen, Festhängen, Stillstehen oder angebunden oder angeleint sein, kann man auch sagen. Die zweite Kelche ist im Outcome, die nächste zwischenmenschliche Karte. Also ich glaube, für viele von euch geht es hier auch um eine Wunschpartnerschaft, vielleicht auch um eine existente Partnerschaft. Das kann ich mir genauso natürlich vorstellen. Dann habt ihr aber jemanden, der euch euren Partner, eure Partnerin ausspannen möchte, ihm oder ihr vielleicht schöne Augen macht und euch da sozusagen von eurem Platz, von eurer Position verdrängen will. Die zweite Kelche kann also das Bestreben jenes Menschen sein. Das kann ich mir gut und gerne vorstellen. Es wäre hier aber auch gut und gerne möglich, dass eben das euer beider Bestreben ist. Dass hier eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Freundschaft geführt werden soll zwischen euch und einem bestimmten Menschen. Oder eben zwischen jenem und einem anderen bestimmten Menschen. Dann wäre das hier beispielsweise auch die klassische Dreierkonstellation. Das ist hier nicht abwegig. Allerdings kann es hier eben je nach Situation etwas different für euch sein. Die Acht der Schwerter ist der ganz klassische Zerdenker-Modus, der Gedankenkreis, das Gedankengefängnis kann man auch dazu sagen. Man geht hier viele Gedankengänge durch in der Hoffnung auf eine Lösung zu stoßen. Da versucht man sich ganz bestimmte Vorkommnisse zu erklären, zusammenzureimen, die Wurzel allen Übels tatsächlich dann auch herauszufinden. Man fragt sich, wo hat das angefangen? Wer ist da der Strippenzieher? Also gerade weil man hier auch in der Spiegelung sehr deutlich sehen kann, dass viele von euch, was die Gründe angeht, da relativ im Dunkeln tappen. Wer könnte das denn sein? Wer könnte euch manipulieren? Ich nenne euch ein klassisches Beispiel, wobei ich da am liebsten erst noch diese Karte hier aufdecken möchte. Beispielsweise ein Ass der Kelche kann so ein Indiz dafür sein. Ich nenne euch das Beispiel. Hier könnte euer Wunschpartner oder eure Wunschpartnerin, nehmen wir das als Beispiel, wie ja schon gesagt, das muss nicht für jeden von euch hier so resonieren, aber nehmen wir jenen Menschen, der hier beispielsweise euch anschreibt per WhatsApp und euch fragt, ich habe da was gehört, du bist da an jemanden interessiert, wer ist denn das? Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr darüber. Ihr könntet hier also quasi Opfer eines Gerüchts geworden sein, welches jener Page der Kelche gestreut hat, welches jener der Page der Kelche durchsickern hat lassen zu eurem Wunschpartner oder zu eurer Wunschpartnerin. Und jetzt werdet ihr hier geprüft, was denn dahinter steckt sozusagen. Das hat mir das Ass der Kelche jetzt hier verraten. Es verriet mir genauso übrigens, dass hier mit diesen Neun der Kelchen in der Spiegelung zum Ass der Kelche jene zwischenmenschliche Situation, also jene Partnerschaft, Freundschaft, Kollegschaft, ne, das kann vieles sein, es ist definitiv der zwischenmenschliche Bereich zwischen euch und einem bestimmten Menschen. Das ist das Ziel, das ist der Wunsch, das ist der Traum. Und dieser Wunsch, Traum oder dieses Ziel würde für euch die Erfüllung bedeuten. Es ist also hier wirklich sehr hoch angesiedelt, dieses Ziel, weil 9 und 1 Kelch sind 10 Kelche, 10 Kelche ist Glückseligkeit, das ist besser geht's nicht sozusagen. Und viele von euch haben hier in dieser Sparte deutlich zu sehen, ihren Wunschtraum sozusagen vor Augen. Und wenn es sich um eine derartige Kategorie handelt, um ein derartiges Kaliber handelt,
dann werden genauso wenig ihr, liebe Stiere, sowie auch wahrscheinlich dieser Page der Kelche, verfrüht aufgeben bei diesem Marathonlauf, eben jene zwischenmenschliche Beziehung, sei es dann eine Partnerschaft, sei es eine Freundschaft, auch zu erreichen. Also ich habe hier zwei Menschen, die sehr ebenbürtig sind, was ihr Verlangen oder anders ausgedrückt die Willensstärke angeht. Sie ist nicht nur bei euch potenziell so zu entdecken, sondern auch potenziell bei einem Konkurrenten, bei einer Konkurrentin von euch. Aber dieses Ass der Kelche bedeutet eben auch frische Liebe, neue Liebe, aufkommende Gefühle. Und deswegen kann ich mir hier auch in der Verbindung und auch gerade eben mit diesen Geheimnissen, mit diesem verdeckten oder im Hintergrund ablaufenden, kann ich mir so etwas wie das beispielhafte Szenario vorstellen, dass eben jemand das Gerücht streut, ihr habt jemanden Neues oder ihr habt Interesse an jemanden oder ihr habt mit jemanden geschlafen. Und dieses Gerücht, das ist ja nichts weiter als eine Lüge, jetzt anhand dieses Beispiels, gerät zu eurem Herzensmenschen hier. Und dann ist dieser Mensch natürlich erst einmal maßlos enttäuscht. Dann ist dieser Mensch auch geschockt natürlich und fragt erst mal bei euch nach, du, was ist denn da jetzt passiert? Ich habe das und das gehört, kannst du mir das erklären? Dieser Mensch kann euch mit Gerüchten, mit Falschaussagen, mit Lügen das Leben schwer machen oder schwerer machen. Und das ist jetzt, wie gesagt, eines von wahrscheinlich hunderten von Beispielen, die mir hier auf den Stegreif einfallen würden. Der Narr. Ich glaube, ihr werdet hier andere Seiten aufziehen. Ich glaube, dass Stiere, also ihr, liebe Stiere, generell jetzt nicht unbedingt jene wert, die sich auf derartige Spielchen leichtfertig einlassen würden. Ich glaube, dass es erstens mal unter eurer Würde, das sage ich deswegen, weil ich hier auch die Königin der Münzen da liegen habe. Zweitens mal glaube ich, dass das unter eurem Niveau auch ist. Das ist etwas, was ihr als Kindergartenspielchen bezeichnen würdet. Aber ich glaube, ihr werdet jetzt hier mehr oder weniger dazu gezwungen, diese Kindergartenspielchen mitzuspielen. Ich sehe hier eben eine Königin der Münzen direkt zu einem Pagen der Münzen zu werden. Und dann seid ihr hier in diesem Spielmodus sozusagen. Lass uns ein Spiel spielen. Das, was du kannst, kann ich schon lange. Das ist dann dieser Konkurrenzkampf, der hier mehr und mehr entfacht werden kann. Es bezieht sich natürlich dann auf einen Wunschpartner oder auf eine Wunschpartnerin. Nach wie vor ist das, wie gesagt, beispielhaft zu behandeln. Aber mit dem Narren auf euch in dem Sinne und auf die Acht der Kelche in der Klärung und Spiegelung verrät es mir, dass einige andere Seiten hier aufgezogen werden können, dass viele von euch sich aus der Komfortzone herauswagen oder eben, wie auch schon eingangs gesagt, bei den Acht der Kelchen etwas tun, was sie unter anderen Umständen nicht tun würden, was sonst unter eurer Würde wäre, woran ihr nicht im Traum denken würdet. Ich glaube, ihr seid hier notgedrungenerweise dazu verdonnert, etwas zu tun, was ihr sonst nicht tun würdet. Ich glaube, dass hier Feuer mit Feuer bekämpft werden muss und dabei würdet ihr eher den Feuerlöscher holen, anstatt da noch mehr Feuer reinzugießen. Und ich hoffe, ihr könnt mit dieser Formulierung oder mit dieser Metapher natürlich etwas anfangen. Der Mond. Ja, auch wie die Hohepriesterin könnte hier der Mond für das Geheimnis stehen, für das Undurchsichtige, für das Unklare, für das Trübe, kann man auch dazu sagen. Genauso sind hier auch Ängste im Vordergrund zu nennen. Der Mond ist hier auf den Pagen der Münzen geklärt. Es verrät mir, dass viele von euch, was diese Kindergartenspielchen, habe ich sie jetzt vorhin genannt, und ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit vermitteln möchte. Ne? Ihr spielt jetzt hier nicht im Sandkasten miteinander. Es ist eine Metapher oder es ist eine Redewendung dafür, dass man hier eben Spielchen spielt, die Erwachsene eigentlich nicht nötig haben zu spielen. Ne? Dieses, du hast das gesagt und Lügen verbreiten und jemanden schlecht hinter dessen Rücken reden. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte mit diesen Kindergartenspielchen. Ich glaube, auch hier mit dem Ass der Kelche und mit dem Mond ist es ungewiss, wie euer Gegenüber, also euer Bezugsmensch, euer Wunschpartner oder eure Wunschpartnerin hier eingestellt ist. Es ist ungewiss, zu wem er oder sie sich mehr hingezogen fühlt. Ich glaube, dass ihr auch hier mit diesem Menschen nicht den regsten Kontakt der Welt habt. Ich glaube, das ist eher so eine Art heimliches Verehren. Es könnte natürlich sein, dass ihr ein bisschen Kontakt habt. Vielleicht seid ihr sogar befreundet. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber dann soll hier aus Freundschaft doch schon etwas mehr werden. Aber es ist dennoch ungewiss, was die Gefühle eures Bezugsmenschens hier
genau aussagen. Will dieser Mensch mit euch zusammen sein? Will dieser Mensch vielleicht mit jemand anderes zusammen sein? Und wenn ja, ist dieser andere hier jener Mensch, der hier im Pagen der Kelche dargestellt ist? Es sind alles derartige Fragen, wo viele von euch hier im Trüben tappen oder tatsächlich dann auch wenig Einblicke bekommen. Das sagt mir der Mond auf dem Pagen der Münzen. Der Mond auf die vier der Kelche sagt mir, dass die meisten von euch auch wahrscheinlich nicht einmal im Traum daran denken, wer könnte dieser Mensch denn sein. Ich glaube, dass spätestens hier viele von euch merken, ihr habt einen Konkurrenten, ihr habt eine Konkurrentin, hier will jemand entweder genau das, was ihr auch wollt, oder jemand hat großes Interesse daran, dass ihr bei eurem Vorhaben scheitert. Diese beiden Optionen gibt es. Und ich glaube, das wird euch hier im Laufe jener Zeitspanne bewusst werden. Der Rückschlag, der Misserfolg, die Missgunst, kann man dazu sagen. Und mit dem Mond hat man erstens mal Angst davor, dass das weitergeht oder dass das noch intensiver wird, dass das noch schlimmer wird, dass da noch mehr folgt. Zweitens ist es hier aber sehr unklar, wer das sein könnte und wie er oder sie das fabriziert. Der Stern, das ist interessant. Der Stern suggeriert hier nämlich Klarheit, einhergehend mit einer Heilung. Klarheit, also Klarheit, Heilung, das sind diese beiden Deutungsvarianten. Der Stern hat auch etwas mit Wunscherfüllung, Glück und tatsächlich dann auch mit dem Erfüllen von Zielen zu tun. Die 9 der Kelche ist in dem Aspekt nicht unbedingt dem Stern unähnlich. Aber es geht hier nach wie vor natürlich um das Bestreben, das ist ganz, ganz klar. Bei diesem Bestreben werden hier viele von euch zunächst einmal wirklich zum Anhalten gezwungen. Sie drehen sich dann in einem bestimmten Szenario im Kreis, beziehungsweise seid ihr dann mal kurz auf die Bank geschickt worden. So könnte man es umgangssprachlich formulieren. Was euch natürlich nicht passt, ganz, ganz klare Angelegenheit, worüber ihr euch aber auch den Kopf zerbrechen könntet. Wie kam es dazu? Wer könnte das gewesen sein? Wie könnte ich dem Parole bieten? Wie löffle ich die Suppe jetzt aus? Das sind, wie gesagt, beispielhafte Formulierungen. Der Stern im Sinne der Klarheit und in der Heilung. Gerade neben der Karte hier. Ich glaube, dass da viele von euch eine Ahnung entwickeln können. Ich glaube, dass da viele von euch bei ihren Gedankengängen auf den ein oder anderen, ja, vielleicht sogar Einfall stoßen könnten. Dass ihr so eine gewisse Vermutung vielleicht haben werdet, wer das sein könnte. Da, wie auch schon vorhin gesagt, diese Recherche, diese Detektivarbeit, die hier hauptsächlich mentaler Natur ablaufen wird, da glaube ich, werden einige von euch die ein oder anderen vielleicht Hinweise bekommen, vielleicht Vermutungen anstellen können, vielleicht die ganz bestimmte verdächtigen Liste anfertigen können. Also wie gesagt, alles beispielsweise und metaphorische Formulierungen, die hier aber dann auch gut und gerne zu den ein oder anderen Erfolg führen können. Weil Klarheit und Heilung, wenn man weiß, wer hier der Strippenzieher ist, könnte man diesen Menschen natürlich dann auch dem Garaus machen. Deswegen ist hier eine Erkenntnis einhergehend mit einer Heilung tatsächlich auch dargestellt. Die 8 der Stäbe, das ist Konversation und Kommunikation. Ich kann mir hier gut und gerne natürlich eine Konversation vorstellen zwischen euch und jenem Übeltäter, wenn ihr ihn oder sie überführen konntet. Das wird dann wahrscheinlich eine sehr beschuldigende Konversation. Das wird hier vielleicht auch sogar so etwas wie eine, ja, Debatte, so etwas wie ein Streit, so etwas, also eine Meinungsverschiedenheit ist das ja nicht mehr. Das ist dann schon eine Art Zurechtweisung. Das kann ich mir vorstellen, muss ich mir aber noch genauer im weiterführenden Reading jetzt anschauen. Ich kann mir hier natürlich aber auch vorstellen, dass jener Mensch, jener Page der Kelche, mehr und mehr ins Gespräch mit eurem Bezugsmenschen hier kommen könnte. Mit jenem Menschen, mit dem eigentlich ihr zusammenkommen wollt. Da könnte sich zwischen eurem Gegenüber, also eurem Wunschpartnerin oder eurem Wunschpartner und eben jenem Strippenzieher mehr entwickeln. Das ist dann natürlich eine denkbar negative Entwicklung zu eurem Ungunsten in dem Sinne. Aber auch das muss ich mir noch genauer anschauen, weil diese 3 Karten, die kann ich auf sehr viele unterschiedliche und dann auch in jeweils andere Richtungen führende Tendenzen, kann ich die deuten. Und deswegen möchte ich hier, wie gesagt, das weiterführende Reading jetzt abwarten, wo ich mir jene Karten noch genauer anschauen will, wo ich aber auch hierüber, über die ganze Situation noch mehr Einblicke bekommen möchte. Die Willensstärke, eure Hauptenergie, ist nicht nur bei euch sehr stark ausgeprägt, weil ihr werdet hier so schnell nicht aufgeben. Das, was da gekommen ist, das mag euch mal kurz in den Stillstand verfrachten, aber
Im Hintergrund leistet ihr die Detektivarbeit. Ihr denkt darüber nach, ihr grübelt darüber nach, ihr werdet jetzt nicht einfach aufgeben durch die Erkenntnis, ihr habt Konkurrenz bekommen. Aber ihr habt hier einen wahrscheinlich ebenbürtigen Gegner, einen ebenbürtigen Feind oder Kontrahenten tatsächlich, der vielleicht das Ähnliche möchte oder vielleicht auch genau das Gleiche will wie ihr oder um jeden Preis verhindern will, dass ihr siegreich seid. Und darüber möchte ich jetzt, wie gesagt, im weiterführenden Reading noch etwas mehr herausfinden. Und solltet ihr euch in einer derartigen Situation befinden, liebe Stiere, könnt ihr mit diesen Energien etwas anfangen, resoniert dieses Reading kurz gesagt mit euch, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich nach wie vor über einen Like unter diesem Video natürlich sehr freuen, falls es euch gefallen hat. Genauso wie über ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, mir kommt das zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negative Konsequenzen daraus zu befürchten. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Februar weiterhin. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.